gut, dann lassen wir die Jungs erstmal ganz lang mit doppelter Geschwindigkeit schlafen. Und währenddessen gucken wir uns so an, wie die Musik tierisch schnell den Ton wechselt. Nein, gucken wir uns an, was wir noch so umbauen können. Also da muss noch eine Fackel hin. Wir wollten Zäune bauen. Obwohl ich einfach hoffe, dass die Zäune unsere Zwerge nicht behindern. Was müssen wir dann gucken? Das komische Ding da kann weg, das kann dahin. Die Schnecke in unserem Haus kann tot. Tesla-Turm. Du bist ein Zweierturm. Du sollst noch ein Zweierturm werden, also brauchen wir dich da. Oh ne, warte mal. Das ist ein Zweier, das ist ein Zweier, das ist ein Zweier. Da soll ein Dreier hin? Nee, komm. So, erstmal auf beiden Seiten gleich viel. Was fehlt uns noch an Ressourcen? Wir haben Gold, wir haben Eisen, wir haben Silber. Wie schaut es mit den Rüstungen aus? Die Stahlrüstungen sind schon seit einer ganzen Weile fertig. Die könnten wir erstmal anlegen. So. Stahl. Stahl. Das ist ein nettes Upgrade von Holz auf Stahl. Also wir brauchen noch definitiv welche davon. Schuhe? Schuhe haben die, okay. Also 1, 2 Rüstung noch. Bis zum nächsten Zwerg dauert es noch eine Weile. Helme haben alle Leder. Also können wir auch Metallhelme herstellen. Wie schaut es mit Waffen aus? Da haben wir überall Stahlschwerter mit 11 Schaden. Was haben wir denn so als Alternative? Wir haben das hier, das macht 17. Und wir haben Mithril mit 20. Ja, Mithril haben wir noch fast gar nichts. Könnten wir ein Schwert herstellen. Das Jager-Ding wäre also wohl die beste Alternative. 3 Gold, 1 Silber. Wir müssen das von dem Gold einschmelzen. Also so. Andersrum? Was zur Hölle mache ich da? So. Genau. Ganz viel einschmelzen. 13 Stück. 14 Stück. Dann haben wir 14 plus 8. Das ist schön und gerade komische Zahl. 22 durch 3 geht nicht. Wir brauchen 2 mehr. So, jetzt passt das hoffentlich. 24 Gold und 3 pro Dings sind 8 von den goldenen Schwertern. Also brauche ich noch 8 Silberbarren, das kommt hin. Gut, die Schmiede können das machen. Du tot. Was macht ein Huhn bei uns in der... Die Zwerge sind wach, okay. Stopp, einfache Geschwindigkeit. Huhn töten. So. Dann hätten wir gerne unsere Fackeln. Die Fackeln. Die Schilde braucht man gerade eh nicht. So, wir hätten gerne die Fackel hier unten. Was war das? Da eine Fackel, da eine Fackel. Wir hätten gerne hier ein Portal. Ja, dann halt da. Damit die Jungs die Kohle hier abbauen können. Und den Pilz und die Schnecke töten. Und ruhig das Zeug da wegmachen. Eine dritte Schmiede wollten wir noch haben. Schmiede. Wasser haben wir genug. Kohle haben wir, Eisen haben wir, ja, Schmieden sind ganz leicht herzustellen. Aber ich denke, 3 reichen wirklich. So. Schmiede. Geht nicht wegen der doofen Fackel da oben. Haben wir fast gar kein Licht hier. Das ist wirklich ein wenig ärgerlich, dass die Schmieden so viel Platz blockieren und man nicht mal eine kleine Fackel da irgendwo zwischensetzen kann. Aber na gut. Du setzt die Tore. Sieht doch richtig schick aus. Und behindert die Zwerge anscheinend gar nicht. Gut. Da sollte noch eine Fackel hin. Und das sollte später alles planiert werden. Das dauert noch. Wichtig ist erstmal nur, dass wir hier schon einen Ansatz zu einer Verteidigung haben. Hunter! Was? So, Fackel ist weg. Schmiede ist hin. Türen wollten wir hier nicht reinsetzen, ne?
Ne, brauchen wir nicht. Ein bisschen Zugluck tut ganz gut bei der Schmiede. Hast du keinen auch noch weg? Oh, stimmt. Ich wollte anfangen, mit den Aufzügen zu arbeiten, mit dem Schienensystem. Das wäre schick. Warte mal. Erstmal hier. Portal. Das und das und die da töten. Obwohl, den Auftrag soll ich erst verteilen, wenn Zwerge auch hier rankommen können. Sonst klicke ich da drauf und sie versuchen hinzukommen und gehen irgendwie durchs Meer oder wo auch immer hin. Jungs? Jungs? Es müsste so eine Art Prioritätenliste geben bei den Aufträgen. Vielleicht so eine ganze Liste von allen aktuellen Aufträgen, dann kann man da hoch und runter schieben. Das wäre richtig geil. Oder intuitiver, dass Zwerge zuerst das machen, was gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird. Also da ich jetzt hier auf diese zwei komischen pflanzenfressenden Büschel hier starre, dass die Zwerge automatisch wissen, durch die geschickte Programmierung im Hintergrund, dass ich das gerne zuerst erledigt haben möchte. Aber das ist vielleicht ein wenig zu viel verlangt. Wäre trotzdem schick. So, du bist fertig, du bist fertig. Hier fehlen noch ein paar davon. In dem Goblin-Ding waren Mithrilbarren? Hammer. Okay. Meh. Ihr seid am Kochen und hier unten die Schmieden sind stockduster. Würde mich nicht wundern, wenn so ein komisches, schwarz-stacheliges Puschelding da auftaucht. Hantumata, was greifst du an? Ich habe keinen Angriffauftrag verteilt. Glaube ich. Na gut, ein bisschen doppelte Geschwindigkeit. Bis die Jungs die ganzen Aufträge abgearbeitet haben und hier anfangen. Dann würde ich das gerne ausräuchern und ausleuchten. Und dann gucken wir weiter. Das hier würde ich gerne irgendwann nochmal beheben. Das ist irgendwie nervig. Und ich will nicht wissen, wie viele Zombies das inzwischen sind. Die scheinen alle hier reingestolpert zu sein, weil sie von hier irgendwo gekommen sind. Und da nicht rüberspringen konnten. Das Portal ist gleich zu. Jungs. Alle noch mit Einsammeln so beschäftigt, ne? Und mit der Kohle hier oben. Da kriegst du zwei Scaffoldings. Und ein Portal. Ein Aquarium mit einem toten Fisch. Das sind sehr makabere Zwerge. Oder sehr widerstandsfähige Fische. Stimmt. So, neues Portal. Okay. Du hackst das da weg, richtig? Jo. Du hackst das da weg und dann kommt die Flut. Hunter! Flieh, flieh! Flieh mit deiner Stahlrüstung und deinem Stahlschwert und deinem Lederhelm und was weiß ich. Zwerg, der vor den kleinen Viechern fliegt. So, der da muss sterben. Dann sind wir, glaube ich, hier mit drüber durch. Genau. Weg, 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 weg. Das. Was? Warum bist du nicht weg? Das hier ersetze Sand, ersetze Sand, ersetze Sand. Ersetze Sand. So. Das Ding pulsiert fleißig vor sich hin. Ach so, da. Ja, okay. Problem. Da oben in den Pflanzen eingesperrt ist so ein Ding. Und das Ding despawnt erst, wenn der da tot ist. Könnte man natürlich ausnutzen, weil so durchgehend neue spawnen, aber ich nutze sowas ungern aus. Eisenkäfig. Der Metallkäfig hält ein paar Monster und macht sie komplett hilflos. Her. Okay. Bogenschützenbuch. So, du kannst eigentlich erstmal da bleiben. Dann können wir euch nämlich abbauen. Und hier anfangen zuzumachen. So. Das kannst du, das kannst du. Das kann weg. Da können noch
Scaffolding. Wirst du wohl mal. Scaffolding sind. So. Dazu, dazu. So, warte mal, das da können wir auch wegmachen. Was ist damit los? Achso, sieht nur komisch aus. Kriegst doch ein Portal, bitteschön. Kriegswichtige Arbeiten an der Dekoration. Oder so ähnlich. Wir brauchen noch mehr Scaffolding. Eine Glasfaser. Nee. Wie schaut es mit unserem Holz aus? Wir haben sehr viel Holz. Das ist gut. Scaffolding. So. Macht mal hier und das da alles weg. So. Dazu. Dazu. Bauerde. Noch einer hin. Das und. Ist der gerade von einem Scaffolding zum anderen gehüpft? Das ist ja cool. Ja. Schick. Also manche Sachen sind richtig schick programmiert. Also dass die Zwerge wirklich bei der Wegfindung auch sowas mit beachten, dass man einfach rüberhüpfen kann und nicht runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, zickzack gehen muss. Ja, und ein Paket. Mit einer Axt drin? Was zur Hölle? Der Weihnachtsmann hat einen komischen Humor. Aber hey, ist ein passendes Geschenk für einen Zwerg. Kann man nicht meckern. So, du kriegst jetzt noch... Was? Genau, da kommt noch ein Testerturm drauf. Da geht nicht mehr. Ah, du bist schon Stufe Maximum. Ja, gut, denn da. Tick, tack, tick, tack. Ja, eine halbe Stunde, bis die nächste Welle kommt. Da haben wir noch genug Zeit. Ich hätte gerne mehr davon. Eisen. Wir haben nicht mehr so viel Eisen. Sollten wir bald mal angehen. Jo, hier brauchen wir auch noch ein Scaffolding. Weg, 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 weg. Hier. So. So, Zwerge freuen sich auch. Ja, was habt ihr in den letzten 3-4 Tagen gemacht? Ja, wir haben Grünzeug weggehauen. Ihr seid doch Zwerge, warum haut ihr Grünzeug weg? Ja, unser Anführer hat das gesagt. Er findet das irgendwie nicht so toll. So, tschu, da. Wenigstens müsst ihr keine Armbrüste herstellen, also meckert nicht. Ja, das da weg. So, 1, 2, 3, 4, 5 da. 1, 2, 3, 4, 5 da. Und was wird Nacht? Dazu, dazu, zu, 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 zu. Dazu Leben niedrig, was? Ach komm schon, wieder Zwerg, Kontrolle übernehmen. Oh, habe ich dich eingesperrt? Ich wollte dich nicht einsperren, tut mir leid. Genau, geh schlafen. Das passiert irgendwie zu häufig. Leben niedrig? Oh, jetzt schon wieder da, genau. Geh was essen, geh schlafen. Sind schon ein paar Zäune. Wow, die Zäune gehen ja richtig schnell. So, Zaun, 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 Zaun. Und wohl keinen dritten Zaun. Dicht da oben können wir nicht bauen, weil keine Scaffoldings da sind. Das macht Sinn. Also jetzt. Hier fehlen auch noch ein, zwei. Und dann ist unsere Verteidigung so weit erstmal gut. Ich glaube, wir wollten hier noch eine Etage wegmachen, damit die dicken Zombies besser durchkommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das will oder nicht. Müssen wir im Auge behalten. Hier unten, genau. Nicht aufhören, hier dran zu arbeiten. Sonst wächst das einfach nach. Das wäre echt nicht schön. Also, das zu. Das da weg. Gargoyle-Statue. Das sieht doch mal schick aus. Stein, 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 Stein. Das ist gut. Gargoyle-Statue. Stein. 2, 3, 4. Bringen die auch was? Nö.
Also sie bringen keinen Komfort, aber die sehen bestimmt stylisch aus. Also dein muss natürlich auch hergestellt werden. So, stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Sehr cool. Ah, ich muss mir noch eine Höhe überlegen, wo der nächste Gang hinkommt. Also, wenn man richtig Strip Mining betreiben würde, à la Minecraft oder Wurm oder was auch immer, dann ist ja meistens ein Feld, wo man einen Gang hat, dann ein, zwei frei und dann wieder ein Feld. Teilweise auch mehr, weil die Adern ja meistens recht groß sind. Sieht man ja hier. Das ist ein Cluster, das hat 4, 5 Durchmesser. Das heißt, es reicht, wenn man da und da einen Gang hätte. Da würde man zwangsweise drauf treffen. Also vielleicht ähnlich wie bei den Fackeln 5 Felder Abstand und dann wieder einen Gang. Ja, mal gucken. So, erstmal die Befehle aufheben. Hier zumachen. Da zumachen. Da zumachen. Da überall zumachen. Dich abbauen. Wir haben bestimmt wieder irgendwo einen Berg vergessen, der jetzt eingebaut ist. Zu. Das hier wollten wir auch zumachen. Jo. Also muss das alles weg, 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 weg. Und was macht das scharfe Wasser da? Sieht aus, wenn es Schlittschuh laufen würde. Komisches Schaf. So, Essen nähert sich ein wenig dem Ende. Vor allem haben wir nicht ganz so viel Auswahl gerade. Gebratener Fisch, wir haben keinen Fisch. Apfelkuchen, wir haben kein Mehl. Mehl, wir haben genug Weizenkörner. Aha, wir haben aber keine Mühle. Das sollten wir ändern. Mühle da. Brauchnägel, haben wir einen. Stein haben wir, Bretter haben wir, Holz haben wir. So, Mühle, dahin. Hier kommen ja die ganzen Einer-Herstell-Dinger hin. Wir sollten mal echt ein, zwei Leute Fische schicken, wenn wir dann noch. Ja, wir haben nicht mehr so viel Wasser. Fischen. Fischen. Porter. Wir haben nicht mehr ganz so viel wirkliches Wasser, weil ich das ja alles vernichtet habe. Sammle Wasser, sammle Wasser. Wir könnten aber irgendwo künstlich Wasser anlegen. Dass wir so einen extra Fischteich haben. Oh, später. Erstmal hier wichtige Deko-Sache und so. Genau, alles weg, töten. Da zu. Zu. Ganzen Scaffoldings hier können alle weg. Sand kann weg. So, zu. Die warten wir erst, bis der Sand weg ist, sonst verbuddeln wir uns den Weg. Kriegst hier auch ein Portal, damit du nicht hin und her laufen musst. Und die Statue, die Gargoyle-Statue. Mal gucken, wie die aussehen. Nicht dahin. Dahin. Oh, die sind cool. Da und da. Okay, Scaffolding hier, Scaffolding da. Neu setzen. Obwohl, die nicht Overkill. Man soll es mit sowas nicht übertreiben. Ah, schon mal ein Anfang. Aber unser Bunker kann noch viel mehr vertragen. Du kriegst ein Portal, um wieder wegzukommen. Da geht Pott. Dann mach halt den Cliffhanger. So, okay. Oh, und die sollten weg, damit nicht wieder irgendwelche Zombies wieder hochklettern. Das ist nicht so schön. So, Jungs, ihr habt nichts zu tun. Dann geht gefälligst in irgendeines der Portale rein. Holt euch Dreck und macht das dazu. So, und hierzu. Dazu. Dazu. Ersetze Sand, ersetze Sand. Ersetze Sand. Dazu. Ersetze vorne Stein. Gut, also der Minenschacht sieht schon mal sehr einheitlich aus. Schnell raus, dann bevor du stirbst. Wie das Wildschwein vor einigen Folgen. Ersetze Sand. Oh, warte, ich verschwende hier tierisch viel Zeit, fällt mir gerade auf. Du, Kontrolle übernehmen. Das geht viel besser, wenn man das selber macht. Genau.
Geh schnell raus da. Ich sollte den Jungs nur vorher andere Aufträge geben. Hunter, erstmal F1. So. Zwerge, zieht los und macht irgendwas. Hier lang graben zum Beispiel. So. Habt ihr ein bisschen was zu tun? Die Scaffoldings können weg, die können weg, die können weg. So. Jetzt nehme ich ein Zwerg, der gerade am Tratschen ist. Kontrolle übernehmen. So, du hast einen Auftrag da hinten. Du sollst graben. Junge, geh graben. So, der erste fühlt sich angesprochen. Nö. Menno. Okay, die wollen nicht graben. Was machen wir denn mal sonst noch? Wir können noch irgendwas einschmelzen. Dann fühlen sich wenigstens die Schmiede angesprochen. So. So. Das hätten wir noch gerne. Schussschaden hätten wir noch gerne. Ton, Stein, Stein. Machen wir 4 davon. Und vielleicht noch 1, 2 Deko-Sachen. Wie zum Beispiel. Ole, ole, ole. Metalltruhe braucht man ein Schloss für. Eine Brücke. Holzbrücke. Ein Aufzug. Gleise. Es wird sehr viel Eisen kosten. So viel Eisen haben wir gar nicht auf der Karte. Aber wir haben 41 Gold. Das ist eine Menge. Na gut, machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge werden wir dann gezielt nach Eisen suchen, um dann unser Schienensystem aufzubauen. Also bis gleich.